Als wir die Aufgabe bekommen haben, setzten wir uns vor den Computer und versuchten, etwas über Katapulte herauszufinden. Und wenn schon die Römer es vor 2070 Jahren geschafft haben, Katapulte zu bauen, dann sollten wir es auch schaffen. Auch wenn diese hier mit Spannung funktioniert. Es gab viele gute Ideen, wir dürften aber nur die Lageenergie verwenden. Als wir wussten, was für Materialien wir brauchen werden, machten wir uns auf den Weg zum Baumarkt. Am Baumarkt wurde uns gesagt, dass wir nicht mal Holz kaufen müssen, weil es ganz viele Holzreste gibt, die kostenlos abgeholt werden können. Wir nahmen also die Materialien mit und bauten dann in der Schule in 3x90 Minuten unser Katapult zusammen. Also, das Katapult besteht hauptsächlich aus Holz. Wie man sehen kann, ist es in so einem Dreieck aufgebaut, das Gerüst. Und es führt zu so einem Gewichthälter. Hier ist 1 Kilo. Und dann ist es hier verbunden mit einem Band, so ein Holzstab. Und hier ist eine Maske dran, wo der Ball reinkommt. Und dann wird das hier runtergezogen und der Ball wird dann geschleudert. Unser Gewicht besteht aus Nägeln und ist ungefähr 900 Gramm schwer und wird hier aufgebaut in einem Gewichthalter. Erstmal gab es viele Fehlversuche, aber als wir das geschafft haben, Warum? Haben wir uns wirklich sehr gefreut. Unser bisheriges Rekord liegt bei 9,5 Meter, was nicht der größte Distanz in der Gruppe ist, hat aber unsere Erwartungen weit überschritten. Insgesamt hat das Ganze für uns drei ganz viel Spaß gemacht und wir sind froh, dass wir das ganze Projekt in der Schule durchführen konnten.